Hallo Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge Horror Night spielt eure Maps. Wir sind drin in der Map Treasure Castle von Piosta, wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Frag mich nicht. Die Map ist glaube ich nicht erstellt von ihm, weil er heißt, soweit ich weiß, in-game King Marlin. Deswegen wahrscheinlich eine Map, die er irgendwie geschickt bekommen hat. Wir gucken uns das Ganze mal an. 7 Minuten hat die Map. Ich bin gespannt. Es ist ein Schloss, wie der Name schon sagt. Und hier ist auch ein Schloss abgebildet. Oder wenn ich das als Thumbnail hinkriegen würde, das würde so legendär aussehen, sage ich euch, ist das. Ach du Scheiße, so, wo geht's hier lang? Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz. Nee. Oder doch? Nein. Nein! Nie im Leben. Nein, 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 nein. Man muss jetzt. Nee. Das ist ein Witz. Das, oder? Komm, nee. Wiss mich jetzt nicht. Er will mir nicht erzählen, man muss jetzt hier an der Seite hoch. So mit den einzelnen Blöcken, oder? Sieht aber fast so aus tatsächlich. Wir laufen mal ringsherum. Kann sein, dass ich jetzt hier auch komplett Zeit wegpopel und ich gerade eben schon den richtigen Weg hatte. Ne, man muss wirklich an der Seite hoch. Ach du Scheiße. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Aber generell die Map-Ideen, die ich jetzt hier in der Videoreihe schon gesehen habe. Was da manche Leute zusammenbauen, ist schon. Ist schon auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ja, man muss auf jeden Fall Long Jumps machen an manchen Stellen. Und an manchen Stellen halt eben doch nicht. Okay, also bis jetzt easy. Man muss halt bloß hier hochkommen. Aber erstmal auf den Gedanken zu kommen, die Elemente auch zu nutzen. So, warte mal. Wir gehen für einen Checkpoint, definitiv. Wir gehen für einen Checkpoint, so. Auf dem Weg zurück laufen wir jetzt einfach mal links lang, würde ich sagen. Wir sind jetzt rechts hochgekommen. Und laufen. Nee, warte. Ah, aua, Schmerz. Ach, scheiß drauf. Ich spawn nochmal neu. Stellt euch vor, das wäre jetzt ein Fake-Checkpoint gewesen, dann wäre vorbei. Muss mal kurz überlegen. Ah ne, ich muss doch nicht überlegen, hat's erledigt. Ich weiß wie. Alles gut. Alles gut. Das ist aber wirklich schon sehr, sehr geil gemacht. Muss man schon auch ehrlich mal sagen. So ein Schloss zu machen. In-game so ein Schloss zu machen. Wo du. Ah, wir sind durch. Ah ja, perfekt. Wichtig und richtig, wo du da an der Seite der Map hoch kannst, ist schon richtig, richtig geil. Also für mich persönlich 10 von 10, sage ich wie es ist. War relativ einfach, aber ich will es nicht nur am Schwierigkeitsgrad ausmachen. Ist natürlich einer der Kritikpunkte, aber nicht hauptsächlich ausschlaggebend. Deswegen Aussehen der Map, optikmäßig, wie er es gemacht hat, ob es smooth war, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Für mich persönlich Minimum 9 von 10, bestenfalls 10 von 10. Wir sehen uns in der zweiten Map, auch von derselben Person geschickt worden. Keine Ahnung, ob von ihm erstellt oder ab. Wie der Name schon sagt, ist auch Programm an der Stelle. Fällt man runter, startet man vom Spawn. Hat er auch freundlicherweise nochmal in die Beschreibung geschrieben. Damit auch jeder, der so lost ist wie ich, das Only-Up-Prinzip auch nochmal verstanden hat. Die Map ist von ihm selbst erstellt. Ihr seht es am Namen oben, King Marlin an der Stelle. Ich hab Bock. Das ist auch die Map, die ich tatsächlich, kleiner Fun-Fact an der Stelle, beziehungsweise so randinformationmäßig, die Map wollte ich im letzten Video schon spielen. Aber da hatte er mir den falschen Code geschickt. Beziehungsweise hinten die letzten zwei Zahlen hat er mir statt 6548 eine. Warte mal kurz. Eine 65. Also nee.
Ja, doch, statt einer 6, 5, 4, 8 hat er mir eine 6, 5, 3, 8 geschickt. Also in dem Fall eine Zahl falsch. Deswegen ging die Map nicht, konnte sie leider nicht spielen, aber jetzt sind wir drin, ich hab Bock. Und ich habe schon gesehen, dass da oben, da muss ich wieder so einen Side-Jump machen, gar keinen Bock drauf. Ah, dafür für die Map geben wir uns auf jeden Fall noch ein Second Try, würde ich sagen. Also noch ist ja die Map nicht vorbei, ich sag bloß, wenn die Map gleich vorbei sein sollte, geben wir der Map noch ein Second Try. So, warte mal. Also ich. Warte mal. Ja, okay, das war in Ordnung. Okay, gut. Ja, vollkommen chillig. Kann man zwischendurch mal machen. Auch gut. Dann da drauf, dann darüber. Okay. Auch in Ordnung. Ja. Kleiner Mini-Troll für die Leute, die das mit den Laufbändern nicht kennen. Die werden jetzt da runtergefallen. Aber war in Ordnung. So, jetzt halt die Frage. War mit Hechtsprung auch in Ordnung? Ja, ich muss kurz überlegen. Ja. Okay. Ja. Oh, das ist aber echt unschmuf gebaut, sage ich, wie es ist. Ich habe jetzt gerade nichts gesagt, weil ich voll concentrate war. Das ist aber unschmuf gebaut, sage ich ganz einfach, wie es ist. Wenn ihr das Video hier sehen solltet, King Marlin, das ist ganz unschmuf gebaut da oben. Also ist wahrscheinlich beabsichtigt, damit es natürlich schwieriger ist, verständlicherweise. Aber ganz unschmuf gebaut. So, die 10 Minuten werden gleich kommen, also der Timer wird gleich da sein. Wir geben der Map, wie vorhin schon erwähnt, definitiv ein Second Try. Weil die ist möglich. Die ist nicht zu schwer. Die ist auch für Anfänger gut. Alles Elemente, die man schaffen kann. Wenn man zügig hier durchgeht und nicht zu viel Pause macht. Und vor allen Dingen auch nicht runterfällt. Aber das da oben ist ganz gottlos gebaut. Hilfe. Ganz, 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 ganz gottlos gebaut. Klar, es ist so gewollt, es soll schwierig sein, aber das da oben hätte man noch besser bauen können, finde ich zumindest. Aber ist nicht schlimm. Ist auf jeden Fall in Ordnung bis hierhin. Bis jetzt eine sehr angenehme Map. Könnte auch die erste Only-Up-Map sein, die ich beende. Weil ihr wisst, mit Only-Up-Maps habe ich es nicht so. Oder generell mit Maps, wo man keine Checkpoints hat. Ja, war dumm. Ja, wartet. Ein Tor haben wir noch. Ungefähr. Plus minus. Ach mein Gott, Bro.
Ja, leck mich jetzt mal keinen Troll mehr. Scheiß drauf. Egal, den letzten, das hier schneide ich raus. Das werdet ihr wahrscheinlich dann nicht sehen, falls doch dann moin. Weil da packe ich einen schmugen Übergang dran zu dem nächsten Troll. Ich will euch auch nicht zu sehr langweilen mit Gameplay, wo ich es nicht schaffe, ne? Sondern besser unterhalten mit Gameplay, wo ich schaffe. Ne? Das ist natürlich wäre das Beste. Ne? Er wird, denke ich mal, 10 Minuten eingestellt haben. Okay. So. Nee, frag mich nicht. Wir sehen uns im Second Try. Bis gleich. Okay. Auch gut. Auch gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll, sage ich euch, wie es ist. Weiß ich nicht. Also klar, ich weiß, wo ich hin muss, ich weiß, was ich machen muss, aber wie? Und da hängt es bei mir, sage ich, wie es ist. Da bräuchte ich jetzt wahrscheinlich wieder so einen Banampor. Der mir mit seinen Speedrun-Tricks erklärt, wie es geht. Aber das, da bin ich raus. Sag ich, wie es ist. Da bin ich raus. Aber ich auch sowas von raus. Aber egal, wir haben noch ein paar Tries. Countdown ist noch nicht um. Demnach alles noch possible an der Stelle. Wenn ich jetzt noch ein, zwei Mal runterfalle, sieht es natürlich anders aus. Aber noch klappt's. Das da oben weiß ich echt nicht, Freunde. Da reicht's bei mir nicht aus. So. Auch gut. Perfekt. So, in Ordnung. Gut. In Ordnung. Nee, weiß ich nicht. Das ist so unschmuff gebaut da oben mit der Plattform, die da noch über einem ist, wo man mit dem Kopf dran stößt. Wir probieren es gleich mal auf der rechten Seite. Vielleicht habe ich da mehr Chancen. Aber ich denke, beide Seiten sind gleich. Also hoffe zumindest. Ansonsten wäre es der üble Scam. Ja, aber Freunde, das, so eine Stellen sind kacke.
Also die Map kriegt von mir definitiv so eine 7, 8 von 10. Aber das da oben gibt auf jeden Fall Minuspunkte, weil sowas fühle ich nicht. Hätte man Schmover bauen können. Egal ob gewollt oder nicht gewollt. Aber das hätte man besser machen können. Indem man zum Beispiel da noch irgendwas hingebaut hätte, um rüberzukommen, damit es schwerer wird. Aber nicht, dass man dagegen knallt und runterfällt. Imagine. Aber egal, ein Tor haben wir noch. Und den probiere ich dann auf der anderen Seite. In der Hoffnung, dass es da vielleicht klappt. Ja, und dann sind wir danach in der dritten Map fürs Video. Geschickt worden von Peggy. Erstellt von jemand anders. Nennt sich Dumps and Weirdest Map Ever. Bin gespannt. Und lass mich da überraschen. Da bin ich dann gleich auf jeden Fall guter Dinge. Name hört sich auf jeden Fall schon mal wild an. Ja. Ja, ich weiß aber jetzt, was man machen muss. Vielleicht schneide ich euch noch einen dritten Try rein. Also den. Ja. Das ist doch also wirklich. Du bist also. Ach, egal. Das kannst du dir nicht ausdenken, ja. Und dann fällt er. Nein, wir sehen uns in der dritten Map. Ich krieg sonst noch einen Anfall. Bis gleich, Freunde. Aha. Aber den Try, wo ich es geschafft habe, packe ich euch trotzdem rein. Ich bin gespannt, Freunde. Wir haben ja als allererstes einen Fahrstuhl. Fahrstuhlfahren auf jeden Fall Liebe. Zwar nicht im Real Life, aber in-game. Lol, wie hoch? Ach, da muss man gar nicht. Ah, die kann man erstmal angucken. Jo, das nehme ich jetzt zusammen, ne, Freunde. Das nehme ich. Was? Als ob das Pop. Jo, Bro, okay. Was ist das denn für eine Map? Ja, merkt, Commentary ist da. Ich weiß ja gar nicht, weil ich komme ja gar nicht drauf klar. Okay, also ich weiß es, warum es auf jeden Fall Weirdest Map Ever heißt. Ich sehe es. Mann, ich war schon da, die rechte Tür war es nicht, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Nicht, dass ich eben nochmal die scheiß Tür benutze. Ach, das ist doch jetzt. Ja, nee, Mann. Das ist wieder scheiße, dass ich wieder die falsche Tür treffe. Natürlich macht der rechts die falsche und links die richtige. Ach, komm. Ah, nee, weiß ich nicht, echt nicht. Fühl ich nicht. Und dann. Du.
Es ist. Du. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch mit den Maps. Ich krieg andere Anfälle. Freunde, das ist ja wirklich. Also. Ach, Bro, ehrlich. Ja, es ist wirklich. Nee. Ah, leck mich doch am Arsch. Und dann nehme ich wieder die falsche Tür. Nee, Freunde. Das. Also, da fliegt gleich was, sage ich, wie es ist. Wir spielen die Map noch, bis der Timer kommt, und dann war's das. Auf jeden Fall bedanke mich fürs am Start sein. Gerne. Wer bis hierhin geguckt hat, die Links in der Beschreibung abchecken. Gerne ein Follow da lassen, mal ein Social für die, die es noch nicht gemacht haben. Gerne ein Like da lassen. Für die Motivation. Baut mir gerne Maps. Besser als diese hier. Schickt mir den Code und dann werde ich die natürlich auch im nächsten Video spielen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wirklich, das ist. Die Map ist so random. Die ist ja nicht mal schlecht in dem Sinne. Die Idee ist ja an sich geil. Bloß, das ist so random gebaut. Gerade oben. Den einen Tor habt ihr ja gesehen. Warte mal. Ja, und jetzt kommt der Timer. Ich bin im Bruch. Egal. Danke fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen. Gerne die Playlist von mir anhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.